Mit vielen Stars und Glamour ist am Mittwochabend das 72. Filmfestival Venedig offiziell eröffnet worden. Bis zum 12. September werden im Wettbewerb 21 Filme um den Goldenen Löwen konkurrieren. Auf dem roten Teppich dabei war unter anderem die Crew des Eröffnungsfilms Everest. Neben den Stars und den Jurymitgliedern saß auch der italienische Präsident Sergio Mattarella im Publikum der feierlichen Eröffnungszeremonie. Die Gelegenheit für den Präsidenten der Festivaljury in Venedig, politisch zu werden. Ich bin Mexikaner und lebe in Europa und habe mich immer willkommen gefühlt. Ich wünsche mir, dass heute und in der Zukunft alle Migranten hier genauso willkommen geheißen werden. Gezeigt werden in Venedig insgesamt 55 Filme. Zum Auftakt feierte das Bergsteigerdrama Everest des isländischen Regisseurs Balthasar Kormákur hier Weltpremiere. In dem Film, der auf wahren Begebenheiten beruht, wagen Jake Gyllenhaal, Josh Brolin und Jason Clarke bei Schnee und Eis den Aufstieg auf den höchsten Berg der Welt, bis ein Unwetter sie in Lebensgefahr bringt.